Immerhin, er trainiert bereits mit. Jérôme Boateng, der deutsche Weltmeister, hat erstmals eine komplette Trainingswoche mitgemacht. Seinen Einsatz am Samstag gegen den SC Altach wird es aber nicht spielen, wie auch der LASK-Trainer bei einer Pressekonferenz bestätigt. Der Jérôme wird noch nicht zur Verfügung stehen. Es sind unsere länger Verletzten mit dem Flecke noch nicht dabei. Es ist der Ivan noch nicht dabei. Es ist der Andres natürlich noch nicht dabei. Und auch der finnische Neuzugang Thomas Galvez von Man City zu den Linzern gekommen, wird das Match von der Tribüne verfolgen. Ein Match gegen einen schon nach dem ersten Spieltag angeschlagenen Gegner. Ja, wie der Trainer schon angesprochen hat, wird es kein einfaches Spiel, weil, wie gesagt, beim Gegner schon richtig Druck am Kessel ist. Dementsprechend müssen wir uns einstellen, dass vielleicht eine Mannschaft sehr tief stehen wird, da wir sehr viel Geduld brauchen werden. Sturm, Salzburg, Rapid und der LASK. Diese vier Teams sind wohl in dieser Saison die Titelkandidaten. Oberösterreichs Fußballjournalisten sehen das ähnlich. Salzburg, Sturm, Rapid, LASK. Ich denke, unter diesen vier Mannschaften wird es sich entscheiden. Noch ist es ein bisschen bald, um zu sehen, wer sich da tatsächlich als Favorit herauskristallisiert. Die Verstärkungen sind da, dass man hat gezeigt, dass man mehr vorhat, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass Sturm und Salzburg trotzdem einen Schritt voraus sind. Insofern ist der dritte Platz wieder das Ziel, das man erreichen sollte. Gefühlsmäßig glaube ich, dass es eine sehr, sehr enge Meisterschaft wird. Ich glaube, dass viele Mannschaften noch näher zusammengerückt sind. Vor allem denke ich, dass Rapid heuer sehr stark sein wird, Salzburg, Sturm sowieso. Also ich glaube schon, dass der LASK eine gute Rolle spielen kann. Es ist natürlich jetzt wirklich nach einer Runde noch relativ früh, das zu beurteilen, aber wir warten lang. Wir haben das schon auch oft gesagt in den vergangenen Jahren, aber das Gefühl ist jetzt einmal kein schlechtes. Die Neuverpflichtungen sind am Papier auch keine schlechten, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ein konkretes Saisonziel ist vom Cheftrainer und seinem Kapitän jedenfalls nicht zu erfragen. Ich glaube, dass wir, ja, halbwegs dabei sein bei den besseren Mannschaften in der Liga, das glaube ich schon, das Vertrauen habe ich in meine Mannschaft, aber das Hartberg-Spiel hat uns dann schon gezeigt, dass wir noch sehr, sehr viel Spielraum für Verbesserungen haben. Wenn man die letzte Saison hernimmt, dann haben wir sehr, sehr viele gute Phasen gehabt über die Saison hinweg und auch Phasen gehabt, wo es nicht gut gelaufen ist. Von dem her erwarten wir oder erhoffen wir uns mehr Konstanz über die Saison hinweg und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. In eine Favoritenrolle wird man sich nicht drängen lassen, legt sich Thomas Darasch fest. Dementsprechend kann ich da garantieren, dass wir beide Beine am Boden lassen werden und tatsächlich schauen, über die Leistung das zu erreichen, was andere vielleicht glauben, dass wir erreichen können. Am besten schon am Samstag ab 17 Uhr gegen Altach.